Keine Bewegung! Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Sie sind Meryl. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja. Ich hab was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit. Ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht, das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater,
Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die FAMAS? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Socom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Was ist los? Warum? Los, Snake! Kopf. Ah, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet.
Colonel, Meryl benimmt sich seltsam. Vielleicht ist sie nur etwas erschöpft vom Stress. Snake, hören Sie etwas, das wie Gesang klingt? Ja, das hat schon vor einer Weile angefangen. Was kann das sein? Schnell, Snake. Die unterirdische Basis ist nördlich von hier, oder? Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Optische Tarnung, hä? Huh? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psychomantis. Richtig, das ist kein Trick. Es ist Macht. Nutzlos, ich sagte es schon. Ich kann deine Gedanken lesen. Lass mich deine Gedanken lesen. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du gehst methodisch vor. So ein Typ, der immer erst die Reifen checkt, bevor er losfährt. Du bist ein gut trainierter Kämpfer, gut geeignet für diese Mission. Du bist mit Fallen äußerst vorsichtig. Entweder sehr vorsichtig oder ein Feigling. Du glaubst mir nicht? Ich werde mir mehr Mühe geben. Keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Lege den Controller auf den Boden. So flach wie möglich. Gut so. Ich werde den Controller mit meiner Willenskraft bewegen. Was sagst du nun? Spürst du jetzt?
meine Macht. Die Vorführung ist vorbei. Blackout. Ha ha ha!
Ich kann deine Gedanken lesen. Yeah.
Ich kann deine Gedanken lesen. Es ist sinnlos.
Ich kann deine Gedanken lesen, Killer. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt, aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Du hast den Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft! Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben Ihr Dorf niedergebrannt, um Ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie
Die Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich nicht schlecht an. Kommen Sie, Merrill. Tut mir leid. Merrill. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Mein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir.